Hallo Leute und so, willkommen zurück in Adelshofen. Oh, wer im Livestream dabei war, hat ja gesehen, wir haben ja den Hof aufgebaut. Ich habe jetzt nochmal ein paar Änderungen vorgenommen. Also hier habe ich jetzt nochmal eine Halle hingeklatscht. Ja, schön zum Durchfahren hier. Silo dafür ein bisschen nach hinten versetzt. Ja. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein Steinbrecher zum Kalk produzieren. Da habe ich auch einen tollen Mod gefunden. Ich dachte erst, das wäre ein Gebäude, aber der ist hier unter Ding. Unter Diverses zu finden. Ne? Hier so ein Steinbrecher. Könnt ihr eben hier Kisten erstellen, Förderband oder Kistenerstellung mit Förderband. Und vielleicht eine Farbwahl, ne? Ja, rot, schwarz, Förderband. Ja. Schöner, neckischer, kleiner Brecher, wie man ihn kennt, ne? Das ist eine gute Frage, was passiert, wenn ich den jetzt kaufe? Okay. Mal gekauft. Wo steht er denn nun? Da steht er. Aha. Das ist natürlich die große Frage. In Fahrzeug einsteigen. Ernsthaft? Okay, das Ding verbraucht Strom. Palettenherstellung anschalten, ausschalten. AX Transportstellung. Oh! Menü. Hilfe. Hier sind wir falsch, hier sind wir auch falsch. Okay. Eigentlich wollte ich den hier irgendwo hinstellen. Naja gut, machen wir es halt mal schnell so. Ich denke mit dem Teleskop, für den Teleskoplader ist der wahrscheinlich zu schwer. Wie das mit dem Strom funktioniert, ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Der verbraucht Strom. Das heißt, wir müssten ja theoretisch Gebäude haben. 5 PS, 54 Kilowattstunden. Ach, hier ist auch drin unter Diverses. Gekaufte Wirtschaft. Naja, klar, logisch. Jetzt natürlich bauen. Tools. Elektrotraktoren, Biomethan. Aha, muss ich ja so eine... Oder wie soll das funktionieren? Wenn der Strom verbraucht, müssen wir theoretisch noch so eine Ladesäule installieren, oder? Na ja, gut, das testen wir dann mal aus, wenn wir starten. Jetzt müssen wir erst noch ernten. Also ich bin heute fertig. Wir müssen Kartoffeln ernten, wir müssen Sorghum ernten. Ja, und wenn man auf den Wetterbericht schaut, in der Sonne, Regen, das ist Regen angesagt. Das heißt, die Zeit drängt natürlich mal wieder, wie immer in der Landwirtschaft. Das heißt, wir brauchen ein schweres Gerät, ne? Wir brauchen ein schweres Gerät. Kein Kennzeichen. Okay, Standard, Standard, Standard. Alles ohne. Wir lassen eh die Helfer fahren. Ach ja, 30.000. Naja, komm. Bevor wir jetzt mit zwei Reihe anfangen. Na gut, ist doch. Wo ist er denn? Da ist er. Das gleiche Spiel wie auf der anderen Map, ne?
Da haben wir mal zu den Kartoffeln. Ein Acker mit Kartoffeln haben wir. Aber ich gebe es ja jetzt direkt ins Bunkersilo hier an dem Hof, ne? Das sollte ja dann eigentlich kein Problem sein. Da muss man dann auch noch den Mais dreschen. Das Feld auch noch, dann kann ich das Feld auch noch erweitern. Dann gucken wir mal. Aber nachdem der Brecher ja mobil ist, ist es ja eigentlich relativ simpel. Auch der ist lustig. So, und hier geht es auch schon los, ne? Habe ich schon vorbereitet, hier habe ich schon gepflügt, war ich schon fleißig. Bodenproben gekauft habe ich auch schon. So, ich fahre jetzt gerade einmal außen rum. Das Vorgewände fertig. Dass wir da nachher der Helfer drüber jagen können. Ne? Kriege ich ja die Krise hier. Das anhält. Sorghum müssen wir ja auch noch ernten. Kann ich das so lang machen, solange der hier die Kartoffeln rot ist, ne? Ja, man sollte halt vorher schauen, was man sich für Felder kauft, was da drauf ist. Ja, ich hatte ja auch noch zwei, eine Pappelplantage und eine Olivenplantage, habe ich gesehen. So, so zwei von diesen ganz kleinen Stückchen. Das ist mir gestern aufgefallen. Beim Vorbereiten hier noch. Spontan noch eine halbe Stunde gezockt hier. Eigentlich wollte ich da schon das Video machen, aber... war dann doch irgendwie schon zu müde. Dachte ich, ja komm. Lass ich schnell den Helfer ein bisschen Wasser machen, wir machen schnell im Büro. Ja. Also bis jetzt läuft die Map soweit ganz gut. Fehlerfrei. Wie es gehört, ne? Felder zusammenlegen hat auch geklappt. Habe ich da ein Dorf gemacht, die zwei Stückle da. Haben wir sie denn? Da Feld 30 und 31, ziemlich da oberhalb von Feld 27 in der Bildmitte, ne? Die habe ich zusammengelegt. Da machen wir dann eine Wiese draus. Da brauchen wir ein bisschen Grünland. Damit wir später unsere Kühe versorgen können. Ah, das ist jetzt hier natürlich saublöd. Müssen wir mal ein bisschen Sonnenblume umdrücken. Komm rum, dickes Ding. Die gehen auch noch gar nicht nehmen, so gehen kaputt. Ah je, Flurschaden bin noch gemacht. Das gibt mega. Noch die Bolle in der Hose. Oh je, oh je. Oh, ich glaube, da mache ich erstmal hier. Oh, das wird jetzt auch schon wieder hier am Baum vorbei, ne? Förderband. Hilfe. Ach, warum müssen die Maschinen immer so übertrieben groß sein? Felder gerade verbinden können. Oder lassen wir die getrennt. Der Einfachheit halber kann man sie eigentlich auch getrennt lassen. Spielt ja eigentlich auch keine Rolle.
aus, oder alle? Jetzt noch mal vorsichtig wenden. Ach komm, das machen wir anders. Ach Gott, auch in schneller rückwärts. Nein, nein. Zeit ist Geld, Mensch. Der S-Motor da vorne, da. Schlägel hol ich an. Krautschläger. Schöne Krumbi-Reante, ne? Stellen sich, jetzt haben sich auch einige kleine Fragezeichen auf dem Kopf. So, was hat der jetzt gesagt? Badische Seite man zum Teil Krumbiere zu der Kartoffel. Oder Herdöpfel. Beziehungsweise Erdöpfel. Je nachdem in welcher Region von Bari unterwegs seid. Kleine Badischkurs nebenher. Ne? Da ist ja der Landesvater gesagt, wenn wir mehr Dialekt schwätzen, ne? Das ist wichtig. Bin ich ganz dafür. Weg mit Fremdsprache, her mit Dialekten. Ach ja. Mein Englisch hat mir ja noch gefallen, aber der Rest braucht man ja nicht unbedingt. So, dann kann das jetzt der Helfer machen. Ja, da ist der Xerion, da habe ich schon mal hier an meiner Sorghumhirse parkiert. Oh je, Bodenwerte, ne? Schlecht, schlecht, schlecht. Der H-Wert ist wenigstens gut, wenn wir da schon nicht kalken. Oh Mann, ey. Da hat jetzt der Wagen geklopft, he? So schnell ist doch da gar nicht. Ja, komm. So. Ja, mein schöner Lexion, ne? 9 Meter Schneidwerk. Kontrolle, alles gut. Nichts verstopft, steckt keiner drin. Nein, steckt keiner drin. Tank noch voll. Oder wenn's dir ganz Diesel klaut. Nee, alles gut. Abfahrkontrolle erledigt. Ja, wollen wir mal starten, hä? Das ist der schon rausgeklappt, was willst du denn? Was willst du denn? Jetzt nochmal zuklappen, oder was? Ja nicht, ey. Immer diese Elektronikprobleme. Ja, das glaube ich jetzt aber, hey. Auf der Taste macht das. Okay. Ah, ey. Startschwierigkeiten. Jetzt haben wir richtig viel Sorgum hier geerntet hier auf der Map. Die anderen zwei waren schon, haben wir schon zwei Äcker, ne? Da, genau das habe ich gestern noch gemacht, das ist den einen Sorghumacker geerntet. Direkt neben dem Hof, der große. Und halt den Flug laufen lassen. Jetzt noch schnell die zwei Gebäude dahin, oder das Gebäude dahin geklatscht und die Siedlung gesetzt. Ja, ja. Man tut, was man kann. Ne? Also Singleplayer kann ich dem Map absolut empfehlen.
Verkehr habe ich jetzt mal ausgeschalten, damit meine Helfer hier einigermaßen gescheit zurechtkommen. Wahrscheinlich wird es auch mitgehen, aber bevor ich die dann nachher ständig befreien muss, als ich gestern gespielt habe, da war auch da an der Kreuzung mal ein riesen Stau wieder, weil sie zwei verkeilt hatten. Sagen wir mal witzig aus, hätte eine gute Spielszene gegeben. Also für die Rollenspieler oder so. Das sah echt urig aus. Typischer Kreuzungsunfall. Da fahren wir eigentlich von Hand. War ja klar. Wenn man schon so nobel ausgestattete Maschine hingeht, kann man sie auch nutzen. Ach, der andere ist auch schon wieder fast voll. Gleich mal Kartoffel abfahren. Jetzt dreschen wir erst das Vorgewende. Jetzt haben wir nur noch 100.000 auf dem Konto. Ne? So schnell geht's. Die GPS-Ausrüstung werden wir ja schließlich auch noch kaufen. Aber gut, mir hier ziellos voll. Mit Waren. Zeug ist, wie auch immer. Ja, ich glaube, da gibt es mal noch einen größeren Fresh. Jetzt ist zwar jetzt nicht ganz so realistisch, aber mit dem Schneidungsmann, der wird überall ewig dran. Ich meine, das ist jetzt schon eine realistische Größe für diese Felder hier. Ja, auch schon zu groß, fast. Aber wenn ich mir die Äcker da hinten anschaue, dann sind wir mit dem 9 Meter Schneidwerk ewig drin. Das ist dann wieder ein bisschen blöd. Aber ja. Ah, super. Seht ihr, hier hätte man die Felder schön an Grenze setzen können. Keine blöden Bäume dazwischen. Dann hätte das super passt. Jetzt fahren wir halt mal so. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich denke, dass ich bei den Arbeitsmaschinen weiter so bei 8-9 Metern bleibe. Ne? Ich denke, das reicht auf der Karte hier massig. Und der Helfer hat einen vollen Motor. Muss ich mal das Stehen hier mal losschicken. Kann der hier selber, kann der hier dreschen. Der Bahn rein, dann passt es wieder. Wunderbar. Johnny, der steht am Hof. Klasse. Vollgas über den AG. Hey, da gibt es ja richtig viel Ertrag, ne? Da hat er kaum was gemacht. Irgendwie sieht der Fendt immer so winzig aus. Da war ich so ein 15er Mensch. Der sieht eher aus wie so ein 300er hier im Spiel, habe ich so von der Optik her. Wirkt irgendwie nicht so. Also wenn man mal einen echten 15er gesehen hat, ist ja bald täglich bei mir hier einer vom Haus vorbeigefahren, ne? Bis letztes Jahr. Jetzt hat der Lohner 9 gekauft. Ich weiß gar nicht, was für ein, ich glaube 700. Aber der hat so viele, der hat ja 10 oder 15 Stück mit einem Pöppel. Also könnt ihr jetzt gar nicht genau sagen, was für einen. So eine hätte auch gar einen 15.
Full Hammer. Was macht denn der hier? Da ist ganz schön viel Stormwand, hä? Ach Gott, ey. Da, ein bisschen Headtracking. Ja, jetzt ist der andere wieder voll. War ja klar, ne? Ja, manchmal wird dieses Crossplay halt doch von Vorteil, als Autodrive. Aber, ja. Weiß gerade, ob es jetzt schon mittlerweile wieder funktioniert. Ich kann es mir aber fast nicht vorstellen. So, nehmen wir gerade den rechten Bunker. He? Da haben wir ja Platz. Also ich habe mal Platz gemacht. Gerade eben noch schnell ausgeräumt. Die Teleskoplader parat gemacht. So, wollen wir mal. Ah, je, meine. Spieglein, Spieglein an der Wand. Praktischer Vorteil am Headtracking, wenn ich so ein bisschen auf die Seite lehne, sieht es besser. Ah, jetzt sind wir ziemlich weit hinten, ne? Mal rausschauen. Aber das täuscht ja saumäßig in den Spiegel. Ne? Also, gefühlt wäre jetzt im Spiegel schon an der Wand hinten. Ah, wobei, ne, wenn man... Druck auf die Hydraulik, auf Pumpe, Steuerventil 1, Vollgas. Jawohl. Jetzt haben wir mal die Abkürzung. Da muss ich mir mal noch einen Weg anlegen hier. Hab ich mal vor, ist ja eh mein Gelände hier. Da der Maisacker wird hier noch ein bisschen vergrößert, dann kommt hier noch ein kleiner Schotterweg hin. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder das Geld sparen. Falls es wieder schöne Maschinen im Angebot gibt. Wir brauchen ja noch einen Wender. Ja, Rest haben wir ja eigentlich soweit. Eine Packenpresse wäre noch fein, gell? Ja. Der ist auch schon der 50%. Wo steht er? Ah, da hinten. Auch schöne Buckelfelder hier, ne? Wie bei uns im Schwarzwald. Wenn gerade bei uns im Schwarzwald, sag ich doch. Also vom Panorama her passt das schon, muss ich sagen. Gut, ich fahre jetzt ein bisschen schnell. Passt. Lieben es, wenn ein Plan funktioniert. Oder wie war das? Lass meine Helfer fahren. Bin nur Abfahrer heute. Vollgas am Abfahren. Gut. Stellen wir den wieder mal auf die Seite, dass der drehen kann. Ja, hoffen wir, dass das Wetter noch ein bisschen hält.
Ja, der kann alleine fahren, der Johnny. Ja, der steht hier einsam und verlassen, ne? Wird jetzt wahrscheinlich auch bald wieder voll Sieder. Na, lass mal ein bisschen rollen. Schadet ja auch nicht. pH-Wert, Stickstoff schlecht. Eieieie, pH-Wert ist gerade noch okay, hä? Werden wir dann unseren Brecher mal in Betrieb nehmen. Alles pflügen, dann die Steine holen und dann klopfen wir Steine, ja. Aber das machen wir dann extra Video. Wo ist er denn? Ich will mitfahren. Schon wieder 70%. Naja, holen wir mal den Traktor. Ja, die Kombi ist einfach genial. So ein Fendt und Glas, das ist das was. Das harmoniert doch einfach herrlich. Oder meine doch nicht. Sind wir zum Glück auf der richtigen Seite vom Förderband. Das passt. Interessante Art zu drehen. Doch, Giants implementiert mir bitte die Turbokupplung. Das ist so nervig. Wenn da ein bisschen von der Kupplung gehst und gibst du zu wenig Gas, ey. Schönes Parallelfahren, du. Ja, was denn? Schon leer oder was? Ah, da sind wir jetzt weit weg. Ah, Maximum. Okay, wir haben voll. Das heißt, wieder abbunkern. Ja, beim Abbunkern machen wir hier wieder einen Cut, ne? Beim nächsten Mal gibt es dann den Steinbrecher wahrscheinlich. Ne? Steine sammeln kann ja so pflügen. Das sind ja altbekannte Sachen, ne? Ich glaube, ihr außer es interessiert euch brennt. Dann testen wir mal diesen Steinbrecher noch. Stand aber auch die Angst dabei, dass man den mit Strom laden muss. Ne? Sauerei. Gemütlichen 25, 30 km/h von Feldweg. Da ein steinreicher Acker da drüben. Das Bächle durch und auf ein neues Abkippen. Wo sind wir denn? Da sind wir.
da wieder nicht ab, oder was? Also, ich mache dann hier mal einen Cut und mache das noch fertig. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächstes Mal ja, zum Steinbruch. Gehe ich mal von aus, dass ich da nochmal, dass ich dann weiter beim Let's Play mache, weil jetzt ist ja nur eine Ernte hier. Das ist ja Standardprogramm, ne? Also, und dann legen wir da vielleicht mal noch den Weg an. Beziehungsweise die Feldvergrößerung. Ja. Na gut, ist ja alles bekanntes Zeug, ne? Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Lasst mal gerne einen Kommentar da, falls ihr irgendwie noch Spezielles sehen wollt oder so. Oder Mods testen, Kartentests. Mache ich auch gerne für euch, wenn ihr mal Interesse habt. Einfach reinschreiben. Und dann sehen wir uns und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ne? Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.